Orientierung in schwierigen Zeiten, die sucht die CDU auf ihrem Parteitag. Und sie fordert sie vor allem von ihrer Vorsitzenden. Aber Angela Merkel weiß, die Partei will auch mehr mitreden, sich einmischen. Ich glaube, dass der Parteitag gezeigt hat, dass es eine wirkliche Bereitschaft gibt aller, sich einzubringen, auch in kontroversen Diskussionen sich einzubringen. Und diese Diskussionen haben vor allem eine Richtung, das konservative Profil der CDU schärfen. Der Parteitag fordert, wenn auch nur mit knapper Mehrheit, ein Ende der doppelten Staatsbürgerschaft, vor allem für junge Türken. Die hatte die CDU mit der SPD erst vor 2 Jahren eingeführt. Ein Fehler, finden viele Delegierte. Integration heißt aus meiner Sicht, dass ein Mensch, der in ein neues Land kommt und seine Nachfahren, dass diese Menschen sich für das Land entscheiden, für seine Gesellschaft. Wir sollten unsere Politik an der ganz überwiegenden Mehrheit der Menschen in unserem Land ausrichten. Und die ganz überwiegende Mehrheit der Menschen in unserem Land braucht keine doppelte Staatsbürgerschaft. Vergeblich versucht der Innenminister, die Niederlage der Parteiführung in dieser Frage zu verhindern. Ich kenne keinen Koalitionspartner, mit dem wir das machen können. Deswegen finde ich es richtig. Lasst uns bei diesem Kompromiss bleiben. Er ist uns schwer gefallen. Wir wollen das nicht rückabwickeln. Die CDU gegen einen Beschluss der Regierung in Berlin, bleibt die SPD trotzdem entspannt. Solange sich die CDU-Fraktion an den Koalitionsvertrag hält, gibt es keine Probleme. Die Probleme, glaube ich, existieren in der Partei von Frau Merkel. Denn es ist ja ganz offensichtlich, dass die Partei eine andere Politik will als ihre Vorsitzende. Die CDU beschließt dann auch noch, die Vollverschleierung weitgehend zu verbieten. Angela Merkel ist wiedergewählt zum 9. Mal. Und hat es mit einer Partei zu tun, die mehr nach rechts gerückt ist.